DACH-Medien, Deutschland, Österreich und Schweiz. Klimaschutz wird hierzulande mit Lobbyismus für erneuerbare Energien verwechselt. Der geht so weit, dass man fragen muss, ob es Klimaschützern vorrangig um das Recht haben wollen geht. Dass der Ausstoß von Treibhausgasen nach der Pandemietalfahrt der Wirtschaft wieder zunehmen würde, war abzusehen. Ebenso, dass die Klimaziele der EU, von denen der Welt ganz zu schweigen, wieder gefährdet wären. In den Worten der Europäischen Umweltagentur in Kopenhagen: In den Jahren zwischen 1990 und 2020 haben sich die Emissionen um mehr als 30% verringern lassen. Die Anstrengungen müssten sich nun verdoppeln, um in nur noch 8 Jahren erreichen zu können, was sich die EU vorgenommen hat. Darauf hinzuwirken ist aller Ehren wert. Aber wie soll das gehen? Mittels einer dauerhaften Rezession? Nur mit dem brachialen Ausbau von Windkraft, Solardächern und dem Import von Wasserstoff? Das ist die etwas unrealistische Antwort der deutschen Klimaschutzpolitik. In der EU hat sich dagegen herumgesprochen, dass das nur die halbe Antwort sein kann. Überall werden andere, zusätzliche Wege eingeschlagen. Die Stichworte dafür sind Speicherung von Kohlendioxid, Kernkraft in alter und neuer Form, Innovationen auf der Basis nicht nur von Wasserstoff oder Batteriezellen. Deutschland ist dabei nicht der Motor, sondern die Vollbremse. Ein Grund dafür ist, dass Klimaschutz hierzulande mit Lobbyismus für erneuerbare Energien verwechselt wird. Der geht so weit, siehe Atomdebatte, dass man fragen muss, ob es einer großen Fraktion der deutschen Klimaschützer wirklich ums Klima geht. Oder um etwas ganz anderes: Recht haben wollen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns über Ihr Like und Abonnement sehr freuen.